herzlich willkommen zurück nach einer längeren technischen Pause. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen, dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis zur 24. Folge, also diese hier, Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, ich habe mir überlegt, dass wir hier nochmal unsere Fähigkeiten verbessern. Und zwar auf jeden Fall den Einhänder mal auf 13%. Wieso jetzt 13%? Was ist denn jetzt passiert? Ich hätte vorher 24 oder sowas. Moment, das gucken wir uns mal ganz genauer an. Ich habe zum Glück noch eine Kopie davon. Und zwar hier. So. So, 23%, da ist es. Der hat mir einfach hier Einhänder-Skills geklaut. Das finde ich ja lustig. Gut. Warum dem so ist, weiß ich nicht. Okay, gehen wir weiter. Das, naja, ist das noch ein Boogie? Boogie? Ich weiß es nicht. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Genau, können wir nicht gebrauchen. Also, rüber zu Bruno. Einhänder-Skill machen. Und, also ich will mindestens auf 30 kommen. So, hier ist er nicht. Ergo wird er hier in seiner Ecke sitzen und schwitzen. Richtig, so. Bildet mich im Einhandkampf aus. So, Einheitwaffen 5. So. Eins und noch eins. So, und dann haben wir eigentlich 7. Dann müssten wir es eigentlich haben. Ja, 30%. Dann haben wir noch 7 Lernpunkte. Und die Stärke vielleicht auch nochmal upskillen. Und zwar nur auf erstmal 5. Ich will stärker und geschickter werden. So, Stärke. Ach, kostet ja wieder. Gut, okay. Das ist doch wieder dull. Das kostet so viel. Warum kostet das so viel? Kostet fast gar nichts. Ja, ja, der Grieche, Hellas, alles klar. Nee, das ist mir zu teuer irgendwie. 7 Stück. Hier. Ach, ich gehe auf 45 jetzt. Jetzt habe ich die Faxus Dicus. Ich will stärker und geschickter werden. So, nochmal, also. Kostet 2. Noch ein. Noch ein. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Das ist schön. Ja, ich brauche noch einen. Dafür habe ich einen Lernpunkt zu wenig. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir halt eben für die nächsten Kämpfe gewappnet sind. Da fällt mir nämlich noch ein, der Goblin-Turm, der um Mitternacht so richtig extrem wird. Sodela. Dann fällt mir noch ein, dass wir noch den Herrn Wenzel kontaktieren müssen. Wegen der Sean-Story. Wo der sich wieder rumtreibt, weiß wieder keiner. Da ist er. Sean hat deine Angaben über Zardas bestätigt. Wie? Auch er hat gewusst, wer die alte Bibliothek verschlossen hatte? Na sowas. Aber er kam doch erst vor etwa 10 Jahren auf die Insel. Wie kann er denn das gewusst haben? Nun, er war bereits einige Jahre zuvor auf Athanos gewesen. Und zwar, als Zardas noch hier war. Dachte ich es mir doch. Ich wusste, dass ich Sean von früher erkannte. So wurde also auch dieses Geheimnis gelöst. Ja, so ist es. Ich sehe dir an, dass du mehr über ihn weißt. Aber lass mal, ich will es gar nicht wissen. Hauptsache ist, dass jemand bestätigen kann, dass ich recht gehabt hatte. Ja, Wenzel hat keine Lügengeschichten erzählt. So, dann gucken wir nochmal hier. Was war denn das hier? Alte Geschichten. Aber, naja, sehr genau, richtig. In alte Geschichten wurde das jetzt eingetragen. Als nächstes der alte Wachturm.
Da hatte ich es ja schon mal versucht, einige Folgen ago, also vor einigen Folgen, dass wir dort über Nacht da mal schlafen sollen und mit der Nacht aufwachen, um dort die Goblins, die völlig überraschenderweise dort auftauchen. Das heißt, wir werden zum... No. Ich hätte mal Mana essen sollen. Hallo Mana-Mampfen. Ja, Feuernessel, there we are. So, dann dürfte es klappen. Und von da aus reisen wir weiter zum alten Turm. Zum alten Turm, der in dieser Richtung liegt oder in dieser Richtung. Wo war das? Ich glaube in diese Richtung. Naja, werde ich das mal skippen und überspringen. So, ich bin hier noch auf ein paar Lurker getroffen und habe gerade noch in meinem Inventar gesehen, dass ich hier Feuergeschnetzeltes habe. Stärke Bonus 1, das werden wir uns mal genau uns einverleiben. Und noch ein bisschen was mampfen, wie zum Beispiel Barot. Äpfel. Vielleicht gibt es dann nochmal auch noch Stärke dazu. Auch ein Schinken. Gehen wir auch nochmal. Und an Heilpflanzen sieht sie echt mau aus, ne? Ja, fies. Nehmen wir mal hier den. Und speichern ab. Und spielen weiter. Weil da hinten sind noch. Oh! Zwei auf einmal wollte ich nicht haben. Okay, einer reicht. Dann kann ich auch mittlerweile mit meinem Schwertchen hier, hallo, ein bisschen austeilen. Was ich gut finde. Und da kommt auch schon der nächste. Ja, also, klappt doch. Ich muss zwar ein bisschen was einstecken, aber das Ganze ist gut. Okay, dann gehen wir mal weiter zum Turm. Und hier werde ich wieder ein bisschen skippen. So. Ich habe noch ein paar Hindernisse hier. Tierische Hindernisse gefunden. Und zwar da hinten ist ein Wildschwein und ein Athanos-Lurker. Die stehen hier dicht beisammen. Los, komm, Wildschwein. Ja, 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 schnell, schnell, schnell. Oh, jetzt hat der Lurker mich auch noch entdeckt. Will ich aber nicht haben. Ach, Leute. Und Pfeile habe ich nur noch 57. Ach, oder? Versuch's mal. Nee. Dann muss ich es so machen. Näher ran. Jawohl. Perfekt. So, dann werden wir in einer Tour dann mal. Warte mal. Erstmal hier das Wildschwein. Kröpfen, kröpfen, schröpfen. Und den Athanos-Lurker gleichzeitig auch noch eliminieren. Ist auch gut. Ja, und da hinten sind auch noch ein paar Peoples. Wo ist denn jetzt der Turm? Ich meine, der wäre hier irgendwo oben in der Nähe. Naja, wenn wir die... Oh, da sind aber viele. Okay, jetzt skippen wir noch mal eine Runde. So, mit nur zwei Hits habe ich den hier erledigt. Nicht so blöd. Okay, habe ich schon geplündert. So, da kommt der nächste. Oh, Blatt im Bild. Und nicht Mikro im Bild. Ah. Ist der hartnäckiger oder was? Das war mal wieder knapp. Herrlich, herrlich. So, dann hoffe ich mal. Ah, ich habe mich die ganze Zeit von Waldbeeren ernährt, in der Hoffnung. Ich hatte 84 Stück. In der Hoffnung, dass es eventuell Boni gibt, weil die überall irgendwo so rumwachsen hier. Die Waldbeeren. Die habe ich auch fast alle weggefuttert. Naja. Mach dann hier nochmal ein Pilzchen. Und fertig aus und nochmal speichern. Und dann laufen wir weiter und gucken, wo wir den Turm finden. Da ist er irgendwo. Ich bin immer noch bei der Burg. Ach, das wird wieder eine Odyssee hier. Die Odyssee zum Turm. Es war irgendwo, war das. Hier ist der Wasserfall. Ja, wo war... Ich muss auf jeden Fall hoch, das weiß ich noch. Es kann auch sein, dass ich völlig falsch liege. Muss irgendwie auf eine Anhöhe kommen. Oh, hier war ich glaube ich noch nicht. Gibt es hier irgendwelche Getier? Nein, gibt es noch nicht. So, doch, hier gibt es Getier.
Ach, jetzt bin ich in der Nähe von dem Jäger. Und Mole Rats höre ich im Hintergrund. Die dürften keine Schwierigkeiten sein. Aber wo befinden die sich? Und Wolf, superklasse. Und Regen. Als käme es nicht besser. Gucken wir mal. Where? Oder sie sind irgendwo hier in der Höhle drin. Ich finde die nicht. I'm so blind irgendwie. Das ist der Strand. Also ich habe mich völlig verfranst, was dieser Turm angeht. Hätte ich vorher mal recherchieren sollen. Ach, da ist eine Höhle. Okay. Hier war ja die Höhle mit den Wölfen drin. Richtig. Haha. Dann wollen wir mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt dank unserer Skills und Kräfte... Hat das jetzt wieder Rudelverhalten? Wie viel sind es denn? Ein 3 erkennen. Na? Will da auch nicht reinlaufen. Ah, super geil. Hallo. So, und da. Jo, nö, die kriegen mich immer noch. So, jetzt habe ich mich wieder reorientiert. Wenn hier die Krypta ist und ich mich links davon bewege, dann kommen wir noch hier über so einen kleinen Friedhof, wo die ganzen Gobline mal waren. Die Gräber haben wir alle geplündert und dann geht's von hier hoch, also von hier aus, direkt auf den Goblin-Turm. Ich weiß allerdings nicht, ob ich diese ganzen vielen Gobos dann auch schaffen werde, wenn ich dann bis Mitternacht schlafe. Das weiß ich nicht. So, und hier ist der Turm. Alles klar. Super klasse. Das heißt, reingehen. Gucken, wie spät wir es haben. Na, 17.35 Uhr. Im Bett schlafen bis Mitternacht. Schon hören wir die Grillen zirpen und abspeichern. Oh, weia. Dann gehe ich die Treppe hoch. Mit gezückter Waffe. Ich bin jetzt ein Kämpfer übrigens im Einhand. Und irgendwann mal wird was passieren. Entweder hau ich voll drauf zugleich. Oder ich weiß es nicht. Hat's ja schon mal probiert, aber da war ich noch nicht so stark. So, hau ich drauf. Klappt das? Oh. Das ist ein Scheißteil. Ich bin gleich im Arsch, ja. Wusste es. Guck mal, wo die alle sind hier. Das gibt's ja gar nicht. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Gobbo. Super klasse Shit. Ja, ich habe viele Sachen probiert. Ich mache zuerst die Tür auf. Mal gucken, ob ich jetzt weiterkomme. Und gehe dann so weit hoch, bis die Quest startet. Dann hau ich sofort wieder ab. So. Oh, da sind aber viele. Ja, bitte. Ah, scheiße, ich kann nicht springen. Bleib doch noch hängen. Ja. Raus. Richtig. Ach, draußen erwarten mich auch schon einige Goblins. Flucht vor den Goblins unter freiem Sternenhimmel. So, hoffentlich laufe ich da nicht irgendwelchen Wölfen in die Arme. Ah, da sind sie schon. Okay, ich bin schon mal raus. Das ist gut. So, erstmal ein bisschen was futtern. Ach, Pilze, Butlerfleisch, Dunkelpilz. Wo gibt's denn hier noch so Boni? Bei einer gewissen Anzahl von Pilzen ist das noch erhalten worden. Ja, so, jetzt. Ah, stimmt. Und jetzt glaube ich weg. Die Gobos. Die müssen sich auch irgendwo aufhalten. Meine Vermutung ist am Turm. Dann könnte ich sie langsam herauslösen. Das wäre so mein Trick. Ist das dunkel? Ich sehe nichts. Da hinten sind 3 Stück. Oh. Oder sind da alle? Sind das alle? Oh, war ja 3 Stück.
4 Stück. Ne, jetzt kommen alle. Oh, das ist ja shit. Entweder herauslösen oder einen Pfeil und Bogen anteasen. Also, gucken wir mal. Oh, schwarze Goblins, die sind von. Da oben fällt schon mal einer runter. So. Das bringt nichts. Das bringt nichts, Miki. Das bringt nichts. So. Mittlerweile habe ich hier einen Hub gefunden. Und zwar ist hier so ein großer Baumstamm. Den habe ich mich jetzt. So, ist schon gewesen. Auf dem habe ich mich nämlich hochgeklettert. Und konnte von da aus um halt ein paar Goblins nicht erledigen. Nicht zu holen. Nicht zu holen. So, jetzt versuche ich mal. Nee. Einige habe ich schon erledigt. Das heißt also, auf jeden Fall mal speichern. So, das Ganze nochmal versuchen. Hoffentlich klappt das so, wie ich das will. Auch schwarze Goblins, die sind ziemlich gefährlich. So, jetzt kommt er hoch. Ich gehe hier. Hallo? Super geil. Und dann bleibe ich hier. Oh, ja, ja. Genau richtig. Ziehe den Pfeil. Kann nur hoffen, dass er nicht. Ja, und da unten bleibt er. So muss das sein. Komm. Oh, jetzt ist er natürlich auf einer ganz blöden Seite. So. Hä? Treffe ich, ne? Ja. Oh, sehr gut. Und immer schön schießen, wenn er da hinter dem Baumstamm hervorquillt. Los. Super klasse. Ach, so geht's auch. Ja, man muss halt eben so ein paar Tricks nehmen. Okay, der hat ein bisschen Gold. Tricks nehmen. Ja, ein paar Tricks ausprobieren, wollte ich sagen. So, ja, das sieht doch gut aus. Speichern wir mal schön. Und hier sind welche tot. Warum das so ist? Da ist nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Es gab aber noch keine Quest, noch keinen Questeintrag. Nicht zu holen. Die sind einfach wahrscheinlich vom Turm gefallen. Als ich geflüchtet bin. So, und was ist nun? Heißt, es muss noch einer drin sein. So, mal gleich hier das Schwert anlegen. Falls mich was überrascht. Warum habe ich das Gefühl, dass hier keiner mehr ist? Nix. Was ist los? Tja. Das heißt also, die Quest ist jetzt gescheitert. Weil sie alle schon vorher tot waren? Oder wie? Oder wie? Gucken. Der alte Wachturm. Jetzt weiß ich, warum nachts immer ein Lichtschein in einem Feuer bemerkt wurde. Im alten Turm haben sich mehrere Goblins eingenistet. Gut. Die sind jetzt hier sichtbar alle gekillt. Vielleicht sollte ich mal eine Runde schlafen. So. Nochmal bis in Mitternacht. Mache ich nochmal. Gucken wir mal. Nix. Jo. Liegen sie alle noch? Nicht zu holen. Ja, was ist jetzt los? Kurze Frage. Ich glaube, ich muss hier mal die Folge beenden. Weil ich hier nicht weiterkomme. Und falls jemand das sehen sollte, auch vielleicht jemand vom Community-Team,
Kann er mir mal einen Tipp geben? Die liegen hier alle tot rum. Und so, ansonsten müsste ich dann immer rumschweben. Nee, ansonsten, ja. Weil ich wollte unbedingt das hier beenden. Das habe ich jetzt auf unkonventionelle Weise gemacht und wahrscheinlich liegt es daran, dass ich das so gemacht habe. Was sagt denn unser Logbuch übrigens dazu bei dem alten Turm? Der alte Wachturm. Jetzt weiß ich, warum nachts immer ein Lichtschein ist. Da, Goblins eingenistet. Okay, wer war denn der Questgeber? Ingolf war der Questgeber. Okay, dann machen wir das doch so, dass wir jetzt zum Ingolf fetzen. Vielleicht funktioniert die Quest ja trotzdem. Oh, wer läuft denn da hier? Für den König. Den König. Für den König. Jonas. Wenn wir nicht hier schon mal treffen. Hat keinen Bock auf einen Smalltalk. So, Ingolf war doch sonst eigentlich immer hier. Hey. Nee, er macht ja nur Nachtdienst. So, wo ist denn Ingolf jetzt? Ist doch einer von der Wache. Der pennt bestimmt. Okay. Dann pennen wir auch mal. Und zwar jagen wir erstmal Oleg aus seinem Bett. Oh, fuck. Ja, okay, bis zum nächsten Morgen schlafen. Sehr schön. Dann gibt es kein Gemecker von Oleg. Supi. Und da müsste dann Ingolf stehen. Dann hoffen wir, dass ich ihm berichten kann, was im alten Wachturm ist. Hey du! Jawoll! Ich weiß jetzt, wer sich im alten Turm aufhält. Wer? Na los, spann mich doch nicht auf die Folter. Sprich doch endlich. Goblins. Und zwar eine ganze Menge. Verdammte Viecher. Ich hoffe, du hast sie erledigt. Und falls nicht, dann hol das bitte nach. Kann ja sein, dass Marbot irgendwann mal den Befehl gibt, das alte Ding wieder zu nutzen. Dann sollte der Turm wieder sauber sein. Okay. Na gut, okay. Die haben sich mehr oder weniger selbst erledigt. Ich habe den Turm von den Goblins gesäubert. Sehr gut. Dann können wir ja diesen wieder für uns nutzen. Hier, nimm zur Belohnung diese Heiltränke. Du kannst sie sicher gut gebrauchen. Aber natürlich, Ingolf. Vielen Dank. Okay, dann, so wie ich das verstanden habe, gebe ich Marbot noch Bescheid. Und dann für die 24. Folge wäre es dann soweit. Oh, das 20 sogar. Mhm. Hier. Ach ja, endlich habe ich den Turm mit der Dummheit der Goblins auch geschafft. Erik. Marbot. Hey, nee, aufhören lesen. Okay. Dann müsste jetzt auch hier die Quest erledigt sein. Wo ist denn jetzt nochmal der alte Wachturm? Ah, da ist er. Wunderbar. Perfekt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich werde jetzt gleich noch ein bisschen schnacken hier mit den Paladinen und so. Und bedanke mich erstmal für die Folge 24, dass sie doch einigermaßen gut gelaufen ist. Und wir sehen uns wieder. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wenn es heißt, alles im Auftrag des Königs, gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare. Und ich freue mich. Tschüss.